Hallo, hier ist der Joost. Ja, ich habe Post bekommen vom Stefan 123321. Wollen wir es mal öffnen? Natürlich habe ich schon geöffnet. Ich denke mal, ihr könntet auch schon an der Videobeschreibung sehen, worum es sich ungefähr handelt. Es handelt sich um. Gucken wir mal. Und das. Es gab vor, ich weiß es nicht, ein bisschen längerer Zeit. Ich rede von ein, zwei Monaten. Ich weiß gar nicht mehr, wirklich gar nicht mehr. Da hat der Stefan Videos gemacht. Ein Video über Backspacer vom Para 2. Ja, die hat er von einem gewissen Benjamin bekommen. Zack, zack, zack. Das sind die Teile. Der Stefan hatte noch, ich glaube, weiß und orange. Das hier ist nicht weiß. Ich hatte nachher mit dem Benjamin per E-Mail geschrieben. Wenn ich es jetzt richtig sage, ist das wohl so normal, durchsichtig. Also so ganz neutral, kein Weiß, nix. Es ist aber nicht sowas, was nachleuchtet. Da hat er mir nämlich noch geschrieben, dass er jetzt auch welche gemacht hat, die nachleuchten. Nicht lange, aber sie leuchten nach. Ja, ist eine wirklich geile Sache. Ich werde jetzt gleich mal gucken, ob das funktioniert. Also gut, was heißt, ob das funktioniert? Der Stefan hatte ja sich den Orangenen an seinen All Black Para 2 dran gemacht. Also wird's funktionieren? Ich meine eigentlich mehr so, ob ich das dran kriege. Ja, ist eine geile Sache. Ich habe natürlich, weil der Stefan wollte ein paar verteilen, habe ich natürlich drunter geschrieben, jo, hier, zack, ha, eins zu mir gerne. Ja, man glaubt da nicht dran. Man glaubt nicht dran, dass man dann was kriegt. Aber ich hab's gekriegt. Also voll absolut geil, als ich die Nachricht vom Stefan gekriegt habe. Jo, hier, melde dich. Krieg so ein Ding. Also einfach Hammer. Stefan, wirklich vielen Dank. Das ist, ja. Ich weiß gar nicht, du wirst das wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber das ist schon eine coole Sache, wenn man plötzlich sowas kriegt. Das ist wirklich geil. Natürlich vielen Dank an Benjamin. Ich kann euch gar nicht viel über Benjamin sagen. Ich werde euch das Video verlinken. Aber dennoch war er derjenige, der dem Stefan hiervon, ich sag mal, einen ganzen Haufen gegeben hat. Da sie sind mit einem 3D-Drucker gemacht worden. Ja, und das ist natürlich klasse. Das ist absolut geil. Er hat dem Stefan die zur Verfügung gestellt. Und das ist absolut top. Welchen mache ich denn dran? Ich denke mal, dass ich mir den hier dran mache. Der Stefan hat mir jetzt noch einen schwarzen dabei geschickt. Ich habe gedacht, der passt ganz gut. Zack. Hier ist ja auch so ein bisschen neutral. Das geht sehen. Wenn man hier mal so ganz genau guckt. Ich denke mal, das passt gut. Zack. Schwarz könnte man natürlich auch machen. Ich werde jetzt erstmal den dran machen. Ich habe ja noch vor, irgendwie mir mal ein All Black zu holen. Dann hätte ich natürlich den passenden Backspacer. Ja, ist eine absolut geile Sache. Absolut eine geile Sache. So, dann werden wir mal gucken, ob ich den dran machen werde. Ja. Dann gucken wir doch mal. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Wo habe ich den jetzt hingelegt? Ich war. Oh, da ist er. Einfach geil.
Zack, passt perfekt zu denen. Das ist ja wohl mal richtig schick. Geht bis hier. Zack. Hammer. Das war ja jetzt Zauberhand. Ha. Zack. Alles funktioniert. Bestens. Ist natürlich keine Zauberei. Man muss diese Schraube und diese Schraube mit 2/8 Torx lösen. Da ist ja dieser Steg dazwischen, den sehen wir jetzt nicht mehr. Der ist dann da drin. Die muss man aber wirklich mit 2 zack, zack. Ich hatte auf einer Seite ein bisschen Kleber dran. Dann hat mir das durchgedreht. Habe ich einfach so eine Zange genommen, bin dazwischen und gut ist. So, dann nimmt man die Schrauben raus, dann fällt auch sofort der Steg raus, weil der hat nämlich keine Führung in der Platine. Dann nimmt man diesen raus, den Standoff, und guckt, dass man den hier reinkriegt. Ist ein bisschen eng. Ich habe mir jetzt ganz minimal Abhilfe geschaffen. Einmal zack, 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 damit ich es nicht ganz so schwer habe. Zack, 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 zack. Und dann habe ich es hingelegt, rein und ein bisschen vorsichtig. Bock, 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 bock. Dann war das die Hülse, also der Standoff da drin. Dann habe ich den hier hinten übers Lanyard rein, runter, zack. Und die Schrauben wieder reingemacht. Wieder natürlich mit 2/8. Ja, also ich muss wirklich sagen, es sieht richtig geil aus. Zack. Jetzt werden natürlich viele schreiben, oh, macht ihr lieber den schwarzen rein. Nein, also für das Messer, zack, lasse ich mir den. Und den anderen, ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja wirklich mal das Para 2 in All Black. Ich weiß ja jetzt, dass die Beschichtung doch wirklich gut ist. Schon fast sehr gut von Spyderco. Dann werde ich einfach, ja, habe ich ja. Hau ich mir den rein. Ja, also wirklich sieht cool aus. Steht ein bisschen über, so dass man, wenn man es hier in der Hand hat, hat man hier nochmal ein bisschen Grip. Zack. Also es fühlt sich absolut nicht falsch an oder irgendwie komisch. Zack. Ist absolut geil. Wirklich absolut geil. Zack. Also es passt wirklich perfekt. Hammer. Ja, Benjamin, vielen Dank, dass du das ermöglicht hast. Ich habe ja jetzt schon unter dem Video gesehen, einige kriegen diesen Backspacer. Das heißt, du hast sehr viele Para 2 aufgewertet. Also ich sehe das absolut als Aufwertung. Zack. Wobei ich sagen muss, dass irgendjemand beim Stefan unterm Video geschrieben hat, weil ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. Guckt im Stefan sein Video, in den Kommentaren ein bisschen. Da hat einer geschrieben, das ist aus irgendeinem, ich weiß nicht aus was das ist, dass man das jetzt nicht gerade bei 50 Grad oder 60 Grad, ich weiß nicht mehr genau, im Auto liegen lassen soll. Dann wird das wohl ein bisschen weich. Gut. Ja. Zack. Ansonsten optisch top. Absolut geil. Sieht geil aus. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ne? Wie gesagt, guck mal nach. Da sieht man auch, da kann man auch beim Stefan im Video hören, aus was für Material das ist. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Dann könnt ihr selber nachgucken. Ich habe es nicht gemacht. Ich will es nur einmal sagen. Aber ansonsten top. Hammer. Sieht richtig cool aus. Richtig geil.
Also mal, ich habe doch, ja, wenn man eine Lampe sucht. So, ein bisschen daneben. Sieht man mal von innen, seht ihr, der ist da nur über die Büchse drüber. Also, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, Stefan, dir auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Der von den Backspacern was abbekommt. Daumen hoch, definitiv. Absolut geile Sache. Gut, das war's schon. Zack. Wollte ich einmal zeigen. Wertet definitiv das Messer auf. Finde ich zumindest. Absolut heftig. Geil, da freue ich mich. Das ist cool. Richtig klasse. Gut. So, zack. Machen wir das irgendwie so. Aha, das Abschlussbild hier in Szene gesetzt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.